So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Infinity. Das letzte Mal haben wir ja schon ganz in Ordnung losgelegt, eine Runde Kupfer gesammelt, bisschen Eisen, bisschen was zum Nageln haben wir auch schon gefunden. So, ein bisschen Brot haben wir dabei. Wir wissen ja, da drüben ist die Höhle. Jetzt ist bloß die Frage, benutze ich die oder benutze ich die nicht? Ach, was soll's. Bisschen Blumen noch sammeln. Nebenher. Dann gucken wir nochmal in die Höhle rein. Obwohl ich weiß nicht, ob es Nacht wird oder nicht. Einmal F7 an. Unser Höhlenmodus. Ich sollte noch ein bisschen. Okay, meine Spitzhacke ist eh gleich kaputt. Das heißt, mir bringt es aktuell gar nichts, darunter zu gehen. Nur mal geschwind ein bisschen Stein holen. Muss bloß aufpassen, dass keine Zombies hier hochgerannt kommen. So, also eine Runde Koppel haben wir jetzt. Was jetzt noch fehlt, ist halt bisschen Holz. Also, mal wieder raus. Muss halt nie ohne Holz darunter gehen. Da liegt ein umgefallener Baum. Das reicht. Wow, der Baum ist auf dem Baum gespawnt. Cool. Okay, es wird gerade eh dunkel. Das heißt, wir spammen hier unsere rechte Maustaste. So lange, bis wir im Schlaf im Sleeping Bag liegen. Genau so. So, jetzt. Da ist der Pilz direkt weggehüpft. Machen wir mal eine Runde Spitzhacken. Zwei reichen eigentlich aus. So, weg damit. Aber alles mitnehmen. Pilze haben wir jetzt auch einpackt, ja. Da könnte man sogar Pilzsuppe machen. Und dann hat man eigentlich alles dabei, bis auf Skill. Den haben wir nicht. Erstmal Fackel setzen. Vorsichtig um der Gegend. Okay, Zombie ist kein Problem. Holy shit! Erstmal ein Warp Creeper. Jawohl. Oh. Kann nicht so gut. Hä? Seit wann rennt ein Zombie weg von mir? Oh, was kommt denn da alles angefleucht? Wir haben nichts zum Blöcke setzen im Inventar. Stirb. Stirb. Und wir haben plus 4. Und dem hier ist super. Gar nicht super. Wow. Okay. Ey! Der hat Fireball dabei. Fireball ist mit verantwortlich für Blight Energistics 2. Auch ein Streamer. Aber mehr ein Mod-Maker. What? Gott. Kohle haben wir noch nicht. Ach, kann ich eigentlich auch ein Ding machen? Ja, funktioniert auch. Dann haben wir die bessere Fackeln, die finde ich cooler. Jetzt holen wir uns sowieso erstmal hier den Surtus Quartz.
war wichtig. Muss mal gucken, ob man nachher vielleicht schon einen Stecker auf den Stecker einhauen können. Wenn ein chargen sogar. Da brauchen wir sogar. Das sind sie genau, dass man da charged braucht. Wie bekomme ich? Der Charger kostet mich. Halt. Okay, geht auch mit dem Normale. Also kein Problem, wir können uns gleich unsere Erze verdoppeln. Halt ein bisschen langweiliges Geschäft dann. Da unten steht noch ein Skelett. Das hat mich, glaubt man, nicht gesehen. Zumindest willst der aber. Das war gut, mal einen Pfeil abbekommen. Für mich ist das gut, für andere schlecht. Oh Gott, da kommen gleich wieder alle. Was haben wir denn jetzt gesammelt? Wir haben ein bisschen. Und tschüss. Und direkt ein paar Köpfe. Ein bisschen XP. Oh. Aha. So. Dann Cobblestone, machen wir das mal ein bisschen hier zu. So. Hehe. Und jetzt? Was machst du jetzt? Außer grunzen. Zählt aber nicht. So. Manchmal ein bisschen Zeug in Ruhe abbauen. Oh Gott, die Höhle. Ich brauche eine Rüstung. Weil ich so beschissen bin mit Umgang mit im Umgang mit Zombies. Erstmal nur das ganze Tin mitnehmen. Brauche ich dann hier. Weil. Das ist ja hier eigentlich eine schöne Mine. Der einzige Nachteil sind halt die Viecher. Deswegen überlege ich, baue ich, nehme ich die Mine hier, um da nach unten zu graben. Um Gold zu suchen. Oder. Nee. Jetzt hätten wir eigentlich hier einen besseren Eingang. Guckfenster. Gut, der mal eins auf die Nase kriegt. Ist da jetzt ein Spawner? Das ist das von Haus aus so, dass da so viele spawnen. Skelett ist auch noch dabei. Plagen die sich eigentlich nicht? Au! Au. Ich will alles mitnehmen. Dann müssen wir hier noch eine Fackel an die Wand setzen. Dann machen wir noch kleiner. Ach scheiße. Ich habe ja Fackel noch dabei. Wie sieht's denn? Ah, scheiß drauf. Wir gehen jetzt nicht raus. Wir bleiben noch hier drin. Auch wenn wir wahrscheinlich unser Glück provozieren. Strapazieren, so rum. Wir brauchen sowieso Gravel. Sonst wird's nix mit. Oh, Eisen. Sonst wird's nix mit unserem. Tinker's Construct Ofen. Deswegen bauen wir einfach mal ab. Kommt ja ganz viel runter. Nein. Gott, so ein bisschen einfacher.
Schön mit dem alten Trick abbauen, außer mal zu langsam. So, dann noch hier ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal doch raus. Ich sollte Cobblestone schon im Inventar lassen, um was zuzubauen. Kann ich eigentlich auch aus Alu... Ich habe mal zu viel Alu, schade. Okay, wir gehen raus. Kein Bock auf noch mal so einen Schreck. Draußen ist noch hell. Einmal F7 ausmachen. Was brauchen wir denn nächstes Neues schon wieder? Da hat man echt letztes Mal so Dusel mit der... mit dem Biom von... mit dem Mushroom-Biom. Nein! Oh, leck. Einmal alles rein. Dann brauchen wir direkt eine neue Truhe. Haben wir was Gutes? Das ist eine schon voll hin. Eine, zwei. Bloß, dass so viel Krustände ist, das passt halt nicht ganz. Jetzle. Köpfe können wir neu. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 8-mal die hier, einmal die hier. Und Feuer frei. Das können wir alles mal hier einräumen. Dann brauchen wir Sticks. Eins, zwei, drei, vier. Einmal das Rad. Halt, dann brauchen wir nochmal Sticks. Ich soll schlafen. Oder Crank, genau. Heißt so Crank, ja. Einmal schlafen. Einmal essen. Da ist echt ein Schleim gerade gewesen. Naja, 4 haben wir jetzt schon, das reicht. Grindstone. Was gibt's sonst noch? Mob, Grinder, Drakon. Boah! Ja, okay. Da, ja. Hatte doch alles. Ah, kein Koppel. Kein Cobblestone. Wir haben einen Grinder. Jawohl. Ich höre den. Ich höre den Schleim noch rumhupfen. So, das können wir jetzt alles mal hier rein. Und jetzt kann man auf dem Stecker rumschlagen. Um unsere Erze zu verdoppeln. Wie man sieht, 2 Eisen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verdoppeln, ist glaube ich bis 90%. Das heißt plus. Besser als halt so geschissen. Von dem her passt es schon. 4 haben wir schon. Wir brauchen 8. Ich will jetzt halt so wenig wie möglich verschwenden. Dumm-di-dumm. Da hat man schon die erste 8. Dann brauchen wir Kohle. Die müssen wir... Ah, die müssen wir aufpassen. Kohle-Shift-Klicken funktioniert aus dem Grund nicht, weil Big Reactor drin ist, weil Big Reactor... Weil, der denkt, der muss es oben reinsitzen.
So, da hätten wir gleich wieder was zum Essen. Ah, stimmt, die kann man sogar essen, wenn man vollen Hunger hat. Dann brauchen wir Ender.io. Machen wir Ender.io oder machen wir uns eine Schmelze? Weil ich habe keine Ahnung, weil Lava, das ist ein Source-Block da oben und in der Mitte einmal durch. Da drüben sehe ich noch Lava. Ah, falsche Map. Da ist Lava an der Oberfläche. Da könnte Lava sein. Da ist ein Block Lava. Das sind die Vulkane. Da gibt's Yetis. Ah, genau. Was kostet das? Runic Portal ist das, glaub. Ja, genau. Wie baut man das? Runic Dungeon Brick. Okay. Magical Key. Dungeon Key. What? Okay, check ich nicht. Schnell raus. Mein Eisen. Wir brauchen viel mehr Eisen. Ich brauche eine Rüstung. Obwohl, nee, ich brauche keine Rüstung. Ich habe jetzt 8. Ich brauche 9. Ich brauche wieder 4 Eisenblöcke. Damit ich mir mein Ding aufwerten kann. Von Tinker's Construct. Das Gerät, wie heißt es? Den Tinker Table. Dum di dum. Dann 10. Meine Rüstung, bin sicher und kann besser in die Höhle rein. Oder mache ich mir einen Hammer, damit ich besser farmen kann. Und mache ich es wie letztes Mal, dass ich mir jetzt schnellstmöglich eine Mining Mistcraft World mache. Ich weiß nicht, soll ich's? Ich brauche 24. Nochmal. Da sind auch 2 rauskommen, nochmal 2. Na komm. Ich weiß gar nicht, wie viele Umdrehungen das Ding braucht. So. Rüstung oder nicht Rüstung, Mistcraft oder nicht Mistcraft. Mistcraft. Was ist das? Magic Bees, okay. Mysterious Runes. Wie kann ich das Ding bauen? Muss ich dann erstmal nachgucken. Mistcraft-Welt. Eine Mistcraft-Welt zum Abbauen oder nicht? Bitte, 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 bitte. Oh oh! War das echt gerade das, was ich befürchtet habe? Und warum gehe ich denn hin? Ja. Das war eine Endercat oder. Oder sowas in der Art, heißt sie, glaub. Und Enderzoo. Nicht witzig. Genau, wir brauchen eh noch ein bisschen Setzlinge. Da geht's nicht runter. Ich will die stinknormale Setzlinge. Das ist aber, glaub, zu viel versch. Was ich da erwarte, das sind Mandrakes. Die sind direkt unter mir. Flatscht's da. Wir haben noch Karottensetzlinge. Artischocken. Hey, da ist ein normaler Setzling endlich mal. Weil da kann ich mir hier eine kleine Kuhfarm bauen.
wenn alles gut läuft, dass ich kein Lederproblem krieg. Na, dann kann ich mal eine Lederrüstung machen. Richtig schön schwach, aber egal. Och, was ist das jetzt? Potato. Eine Kartoffel im Arm. Und ein einzigen normales Setzling. Den, wenn ich den jetzt setze, wahrscheinlich kleine Kuh drauf rumhampelt. Naja. Alles mal einsortieren. Oh, genau, wir brauchen sowieso eine Spitzhacke. Eine Eisenspitzhacke. Einmal brauchen wir auch. Dann brauchen wir eine Hoe. Zwei Sticks. Zwei Kabel. So. Dann holen wir uns mal Wasser. Ein bisschen Dreck brauchen wir auch noch. Na komm, gib mir die normale. Was war das schon wieder? Belladonna. Das Zeug brauche ich nicht. Kuh, hier müsst ihr nicht dran glauben. Erstmal züchtig ein paar. Aha. Das dauert alles. Ah, da haben wir noch einen Setzling. Sehr schön. Würde ich mal sagen, setzen wir hier das Wasser hin. Wo ist der Slime? Aber so wie es anhört, ist der echt direkt drunter. So. Dann füllen wir erstmal hier die Löcher. Und wo ist jetzt die Hau? So, dann bräuchten wir mal einen Zaun außenrum. Brauchen ganz viel, halt, brauchen ganz viel Zaun wegen den Kühen. Die Hau können wir weg. Die Crafting Table nehmen wir mal mit. Machen wir mal eine Runde Holz. Oh Mann, wenn ein Weinmeiner oder die gute Axt hättet, könnte man den da oben abbauen. Was ist das? Natura. Wir müssen nicht gleich schlafen. Machen wir kurz den Baum um. Dann machen wir kurz ein Nickerle. Mittagsschläfle. Am helllichten Tag. Ja. So, den noch weg. Und einmal, wenn Sonne halbe weg ist. Ah, noch nicht. Was? Oh. Hätten mir schon einen Pilz in den Arsch gesteckt. Warte mal. Wurde mir gerade. Ich habe eigentlich meinen Namen nämlich geändert. Und wo ich vorher auf dem Server war, hat es mir auch meinen neuen Namen angezeigt. Und jetzt gerade ist noch mein alter Name hier. Muss ich das noch aktualisieren nochmal irgendwo? Muss ich nochmal nachher mal gucken. Eigentlich heiße ich jetzt auch in Minecraft Tom Buran. So, da gibt es noch ein paar Setzlinge. Können wir alle Kleber da raushauen. Vor allem die Birke. Ich mag Birke. Birke sind besser als die normale, weil die kann man leichter abbauen. Da gibt es keine Möglichkeit, dass so ein Riesenbaum rauswächst. Eins, zwei, drei. Da 3. 1, 2, 3. So, und jetzt brauchen wir nur kurz Dreck. So. Und kleine Baumform hin.
alles mal hier in die Truhe. Dann machen wir mal Sticks. So, nein. Das reicht. Jetzt Türe baut man immer noch gleich, weil irgendwann war da mal ein Update. Jupp, einmal eine Türe. Oh. 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 Es gibt Crops. Stimmt. Wir haben IC2 drauf. So. Die Crops sollten wir aber nicht leer machen lassen, sonst wächst da komisches Zeug drin. Auf die muss man aufpassen. Jetzt erstmal. Machen wir hier in der Mitte mal einen Zaun. Dann hier rum. Da scheißen wir mal drauf. Ups. Das passt dann schon. So, da müssen wir dann eine Kühe rein bekommen. Gießkanne. Ah. Funktioniert die überhaupt noch? Wenn wir die Teile in Crops reingebaut haben, können wir mal ausprobieren. Watering Can ist drin. Wir brauchen Bone Meal, wir brauchen. Wir haben alles. Vor allem haben wir keine Türe gesetzt. Was? Extra Tree Gate. Gate. Okay. Da haben sie ein bisschen Scheiße baut. Da überschneiden sich die IDs und die Crafting Recipes. Das ist nicht gut. Dann hat man hier mal 24 Eisen. Es reicht eine Rüstung. Rüstung oder nicht Rüstung? Hä? Gießkanne. Oh, Slabs. Okay. Dann halt so. So, haben wir eine Gießkanne. Eins meiner Lieblings-Items in ganz Minecraft. Videoset Particles an. Ja, ich kann gießen. Sieht aber so aus, als ob es nichts bringt. Nein, da wachsen uns Blumen unterm Arsch. Haben nicht die Crops hier drauf. Schade. So, die da rein. Ich hab doch jetzt Bowls, jetzt könnte ich mir. Pilz. 5, 8, 2 haben wir bloß Scheiß drauf. Wir haben sowieso Brot. wir hatten doch irgendwo noch eine Setzlinge. Hier. Barley. Similar to wheat, it grows in wild. Stimmt, das kann man jetzt auch einfach machen. Einfach anpflanzen. Ho. Da ist sie. Crafting Terminal brauchen wir Terminal, sag ich schon. Crafting Gedöns brauchen wir gerade nicht. Warum nehme ich eigentlich kein Bone Meal zum das wachsen lassen? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Klar könnten wir da noch viel mehr anpflanzen. Funktioniert Gießkanne auf die?
Ah, die 0%. Machen wir erstmal alles nass. Oh, die wachsen aber ruckzuck. Jetzt frage ich mich bloß, kann ich mit denen Kühe anlocken? Das können wir gleich mal probieren. Ne, haben keinen Bock drauf. Das heißt, die kann ich nur benutzen, dass ich hier nicht verhungere. Aber die wachsen echt ruckzuck mit der Gießkanne. Eine Sekunde. Sollten dann langsam schon wieder Schluss machen. So, eine Bombe Dino ab. Vor allem kommen da viel mehr Setzlinge raus. Also eigentlich ist das Barley wahrscheinlich ein bisschen besser. Bis auf das, dass ich keine Kühe damit. Ich habe jetzt gerade den Setzling verhunzt. Heißt das, wenn. Da verschwindet der Setzling. Gut gemacht. Also, macht man hier das Feld noch ein bisschen größer, dass man keine Probleme hin mit Verhungern. Auch noch so eine Spezialität von mir, dass ich echt schier immer verhungere in Minecraft. Ah, jetzt haben wir schon 7, einen brauchen wir noch. Machen wir jetzt nur kurz, dann können wir. Eigentlich sollte ich jetzt nochmal einen normalen Setzling suchen. So, das passt. Barley haben wir 8. Das heißt, ich kann es in den Ofen schmeißen. So, Barley, da haben wir da Hanne rein. Da suchen wir nur kurz. Normale Setzling. Kurz. Kurz, kurz, kurz. Na komm, gib mir ein. War das Barley? Ich will doch nur Kühe fangen. Also jetzt habe ich so einen Garten auseinandergenommen. Kiwi. Oh, cool. Kiwi sind echt lecker. Da hat man einen. Na komm. Barley. Da ist er. Nehmen wir 2. Das heißt, wir legen jetzt gleich uns aufs Ohr. Eigentlich bin ich mit der Zeit schon wieder drüber. Da ist noch mit Barley Seeds. Gießen wir noch so lang. Können wir gleich uns aufs Ohr legen. Das wächst da auch ruckzuck. Da kann ich hier die Kühe herziehen. 3, 2, 1, 0. Ich brauche echt nur mein Ding. Wie hieß denn der Mod? Wenigstens ein wird raus. Okay. Komm her. Will mir folgen. Na komm. Auf geht's. Ihr blöden Viecher. Oh Gott, da bringe ich die ganz sicher nie rum. Obwohl, einmal hier runter. Kommt die beiden.
Die kommen schon, oder? Kommt ihr auf Hopp? Hopp. Hopp. Na kommt. Eine bessere Treppe kann ich euch nicht bauen. Und hüpft. Scheiß Viecher. Versuchen wir erstmal die wieder zu fangen. Er hat die hocht jetzt gerade mal. Komm rein. Komm rein. Komm. Komm rein. Brave Kuh. Kriegst nichts zum Fressen. Nächste. Jawohl. Da hat's eine hochgeschafft. Jawohl, dann haben wir gleich drei Kühe. Schon mehr als in der anderen Welt. Ah, komm rein. Komm rein. Ey! Drin reinkommen. Und drin bleiben. Machen wir hier nur Fackeln hin. Dann passt das auch. Also Kühe haben wir auch gefangen. Oh Gott, kein Setzling. Wollt ihr mich verarschen? Kann man ein bisschen hier gießen. Und ein bisschen Barley rausbekommen. Kann ich die eigentlich zu Setzlinge machen? Nein. Du mit der. Das andere geht leer aus. Pech gehabt. Also. Wir haben eine kleine Baumfarm, wir haben eine kleine Herde an Kühe. Das heißt, da können wir dann zweimal gleich verdreschen. Ah ne, machen wir nur zwei. Auf jeden Fall können wir dann nächste Folge eine verdreschen und dann können wir uns mal eine Mistcraft-Welt machen. Wenn ich noch ein paar Squids killed habe. Ist halt ein ganz anderes Spielgefühl, wenn man kein Morph-Mod drauf hat. Schon ein bisschen besser wieder. Also Morph-Mod ist schon was Tolles, aber der ist schon ziemlich OP, sag man so. Also. Dann beende ich die Folge jetzt Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss.